So, meine lieben Freunde, jetzt hier nochmal direkt aus dem Fahrzeug. Ich wollte euch ja nochmal zeigen, wie das hier von oben auf Google Earth aussieht, dass man das auch selbst zu Hause nochmal nachrecherchieren kann. Das ist hier Google Earth Pro. Das braucht ihr dazu, dann seht ihr das, weil wenn ihr das normal über Google Maps aufmacht, das ist ja jetzt diese Karte hier, ich zoome es jetzt mal ran. So, dann haben wir hier den Ort Löstau. Ich hatte doch irgendwo jetzt mir einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe doch gesagt, ich habe mir hier so einen kleinen Stift noch zurechtgelegt. Also hier habt ihr den Ort Löstau. Hier habt ihr den Elbverlauf. Ich könnte das ja noch mal ein bisschen größer machen. Hier habt ihr die Stadt Magdeburg. Und ihr seht hier unten diesen markanten Kreis. Das ist so riesig und da werde ich auch noch mal ein Video drüber machen, weil das ist hier so nicht original, das was wir hier sehen. Ja, und ich muss mal ein bisschen fokussieren hier. Fokussiert nicht. Funktioniert das Ding nicht hier? Naja, gut, will nicht irgendwie fokussieren hier. Ich mach's mal so rum. Tja, wer weiß. Ich habe es gerade noch mal versucht zu überprüfen. Also, wie auch immer, so sehen wir es ja eigentlich ganz gut. Ja, also hier haben wir sozusagen den sogenannten Zuwachs. Da bin ich früher immer mit dem Kanu von Biederitz aus hier über den Zuwachs, hier diesen ehemaligen Flusslauf, bin ich dann hier durch. Das ist dann dieses kleine Flüsschen hier, wie man sehen kann, ist die Ehle. Also das mit dem Fokussieren, das stört mich aber jetzt gerade. Das sieht man ja gar nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich euch das so gut zeigen kann. Warum so fokussiert denn das Ding hier nicht? Ich muss gleich noch mal gucken, ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Da musste man einfach diese Gimbal-Funktion da rausnehmen, dass das Video stabil bleibt. Das braucht man ja jetzt nicht. Also hier haben wir die Ehle. Ja, und die Ehle, wie gesagt, die verläuft dann hier und läuft dann sozusagen direkt. Gehen wir hier runter. Mündet dann sozusagen hier direkt in der Elbe. Das ist dann hier oben der obere Bereich. Ja, also hier haben wir, wie gesagt, den kleinen Ort Löstau. Hier haben wir noch so alte Ausläufe, wahrscheinlich der besagten Auenlandschaft. Das heißt, das Wasser wird wahrscheinlich auch hier bis an den Ort rangegangen sein, weil hier ist ja Alt-Löstau. Da kann man ja über die Chroniken ganz gut nachprüfen, wie alt der Ort ist. Denn das hat man hier denn erst später gemacht. Wahrscheinlich, weil man oft von Hochwasser betroffen war, dass man das nach oben verlegt hat. Das ist hier sozusagen etwas höher gelegen, dieser Teil. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier. Ist auch interessant hier, das sehe ich gerade jetzt erst hier, könnt ihr das lesen, Muschelfeld der Tugenden. Machen wir mal auf. Aha. Sehenswürdigkeit. Muschelfeld der Tugenden. Ist mir jetzt noch nicht bekannt gewesen. Muss ich mal hinfahren, was das bedeuten soll. Vielleicht wurde da irgendwas in diese Richtung gefunden. Also wie gesagt, würde ja auch wieder bestätigen,
dass das hier alles Seen- und Auenlandschaften waren. Und mit dem Rückgang des Wassers ist man dann natürlich auch immer mehr ans Wasser herangezogen und hat dann auch hier diese Häfen irgendwann angelegt. Das hätte man ja wahrscheinlich bei höherem Wasserstand früher gar nicht gebraucht. So, jetzt kommen wir mal direkt zu dem Eigentlichen, worum es hier in dem ersten Video jetzt geht. Dann haben wir hier das Heiligtum der Elben. Ich habe es jetzt einfach mal so genannt. Und wie man sieht, sieht man nichts. Das hatten wir ja auch gestern gesehen. Auf dem, also nicht gestern, sondern das hatten wir ja gesehen auf dem Luftbild heute. Also ihr seht ja heute das gesamte Video. Aber ich habe das einen Tag zuvor gedreht, damit das auch brandaktuell ist, dass ihr auch seht, dass da jetzt momentan nichts, dass dort nichts zu erkennen ist. Weil ich hatte ja auch in meinem Video gesagt, dass man diese Anlage oder dass die Anlage sich nur an bestimmten Tagen im Jahr zeigt. Ansonsten sieht man hier gar nichts. Ja? Und diese kleine, ich sag mal hier, diese Beule hier, ja, das, was hier so rauswächst, dieser Bewuchs hier, das ist denn der Mittelpunkt. Das ist der Bunker, wo diese Flakstellung drin war, wo ich denn gesagt habe, genau das ist das. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man noch so ein bisschen hier oben diesen Rand. Ja, wenn man genau hinschaut. So, und das Verrückte ist, und darum braucht ihr dieses Google Earth Pro. Das müsst ihr euch runterladen, habt ihr hier verschiedene Luftaufnahmen. Und da könnt ihr dann drinnen spielen. Da könnt ihr dann einfach mal schauen, wie sich die Vegetation auch verändert und wie die Fotos dann auch gemacht werden aus der Luft. Denn das sind ja letztendlich aus meiner Sicht keine Satellitenbilder. Das sind einfach Überflüge von Fluggeräten und die dann eben halt diese Aufnahmen machen. Und deshalb haben wir ja auch verschiedene Kolorationen, weil das einfach verschiedene Kamerasysteme sind. Wenn es ein und derselbe Satellit ist, so wie sie ja immer behaupten, dann müsste es ja ein und dieselbe Qualität sein, zumindest. So. Und hier sieht man zum Beispiel auch ganz schön das letzte Hochwasser. Das war ja hier, sieht man es ja, 2003. Und hier seht ihr, was eigentlich dann in den Elbauen los ist. Ja, und das ist hier, diese ganze Linie hier, die ist menschengemacht. Und deshalb breitet sich das Wasser zu diesem Punkt auch aus. Und deswegen sind die ja auch hier, ich mach mal so hin, hier, jetzt auch oft vom Wasser betroffen gewesen. Wenn die Elbe hier ausufern könnte, so wie es früher war, weil dieses ganze Industriegebiet, alles, was ihr hier seht, ja, das gab es ja alles gar nicht. Das gab es ja gar nicht früher. Das hier unten ist die Altstadt. Hier unten ist die Altstadt. So. Da. Das ist die Altstadt. Und das, was hier vor ist, das, was hier vorgelagert ist, dieser Bereich hier, das ist alles erst später gebaut worden. Hier seht ihr das. Seht ihr das? So. Und hier, das war alles Überflutungsland. Das wurde alles bebaut mit Spundwänden angehoben und dann zwängelt sich natürlich dann die Elbe hier durch. Und dann haben wir das Problem, dass sich das hier am Schleinufer, am heutigen Schleinufer, so heißt diese Straße hier, dann eben da dort aufstaut. Ja, und die Altstadt, der Dom, da werden wir auch nochmal ein Video drüber machen, weil das hängt auch unmittelbar mit dieser Anlage zusammen. Das ist der hier, der Magdeburger Dom. Das war hier irgendwo muss dieser Hafen gewesen sein. Ja, so auf alten Aufnahmen sieht man das, dass hier irgendwo in dem Bereich der Hafen gewesen sein muss. Gut, aber das ist ja nicht das Thema heute. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie das hier aussieht, wenn die Elbe sich dann in ihren alten Flussläufen bzw. in ihren alten Pegelständen begibt. Das ist ja dann immer leider nur kurzzeitig. Für die Menschen heutzutage eine Katastrophe. Und damals war das wahrscheinlich Normalität und überhaupt auch kein Problem, weil das Wasser, man muss ja auch schauen, es kommt ja hier von Dresden hier runtergeflossen Richtung Hamburg. Das hält sich ja in den Elbauen wie ein Schwamm, wie ich es ja auch letztens auch gesagt habe, oder wie ich jetzt das auch jetzt heute in dem Video gesagt habe, dass das Wasser kann ja, es wird ja alles aufgenommen, denn, ja, und das kann ja gar nicht so durchschießen, wie es jetzt hier
gerade ist. Aber wenn man natürlich alles begradigt, alles bebaut und macht und tut, dann passiert genau das. So, und hier sieht man nämlich zum Beispiel, gehen wir mal zum Heiligtum beziehungsweise zur energetischen Anlage hoch und bleiben jetzt auch mal beim Thema, also ich schweife hier oft ab. So, dann haben wir hier, ich muss das mal so ein bisschen zentrieren, auch wieder nichts. Ja, hier sieht man ja jetzt fast gar nichts. Und dann gehe ich jetzt wieder ein Jahr, verschiebe ich es wieder. Sieht man wieder nur leichte, markante Punkte. Ja, ich kann leider nicht immer feststellen. Ach doch, ich sehe gerade, hier sind ja diese Monate drauf, genau. So, und das war jetzt hier exakt 2006. Da hat sich diese Anlage denn mal kurz für diese Menschheit gezeigt. Und 2010 war schon wieder fast alles verloren. Und ihr seht, hier wo diese Bunkeranlage war, diese Stellung, von dort aus geht direkt ein Weg oder ein sogenannter Pilgerpfad geht dann hier runter. Ja, so. Und das Interessante, was hat er denn jetzt gemacht? So, und das Interessante ist jetzt zum Beispiel, wie sich auch die Bebauung und die Bebauung der Felder hier ändert. Seht ihr das? Ja, und das ist das, was ich euch immer sage. Dann fliegen sie mal so lang, dann machen sie mal so lang. Und hier war es mal eine Zeit lang gar nicht bebaut. Hier war es einfach nur Wiese. Und das ist dieses Jahr 2006, das ist eine entscheidende Zeit, weil hier sieht man nämlich perfekt, was hier wirklich eigentlich mal los war. Und nicht eigentlich, sondern was hier wirklich los war. Weil hier sehen wir nämlich, dass hier dieser Weg bis hier runter ging und hier auch Wegstrukturen eingebaut wurden oder zumindest seit eh und je schon bekannt waren, und darum vermute ich, dass hier auch ein ganz anderes Gebäude stand, was zu diesem Objekt gepasst hat und was aus dieser Zeit war. So, und jetzt mal direkt zu dieser Ringanlage. Schaut euch das mal an, was das für eine fantastische Struktur ist. Und wenn wir einfach mal quer messen, wir nehmen das jetzt einfach mal und messen mal den Durchmesser. Dann haben wir hier, na, je nachdem, wie wir jetzt hier kommen, ihr seht es hier, circa 280, naja, so um die 300 Meter Durchmesser ist diese Anlage groß. Und diese Anlage, die habe ich hier nicht so jetzt hier gefunden. Das war letztendlich meine Bestätigung gewesen, dass da was war, weil ich wusste, dass man bei Google Earth hier oben diese Zeitspirale, also hier kann man ja verschiedene Jahreszahlen einstellen, je nachdem. Und hier dran, also genau, und hier erkennt ihr auch, dass das nur ein Fluggerät sein muss. Weil ihr habt jetzt zum Beispiel hier Bilder, also genau von dieser Stelle habt ihr jetzt Bilder von 85. Machen wir mal hier das Älteste an. Da kommt ja auch nichts. Wahrscheinlich muss er sich erstmal vom Server runterladen, weil das nicht so oft einer aufruft. Dann haben wir hier von 2000. Hier sieht man noch ein bisschen diesen Weg hier, diese Wegstruktur hier. Aber immer wieder gesagt mit einer anderen Kamera. Dann haben wir hier 2006. Also so wie sie gerade wahrscheinlich den Überflug geplant haben und auch be bezahlt haben oder wie auch immer, wurden diese Fotos angefertigt. Und das ist auch ein klarer Beleg, dass das kein Satellit ist, sondern dass da jemand rüberfliegt und diese Fotos zusammensetzt. Und wenn ihr genau hinschaut, wenn ihr das jetzt mal alles vergrößert, dann seht ihr dann immer, dass die Fotos teilweise hier, seht ihr das hier, wie die Kacheln jetzt hier sich auf einmal bilden? Das sind alles Gebiete, die dann abgeflogen wurden, die wurden dann hier ausgeschnitten und wurden dann Stück für Stück zusammengesetzt. Und mehr ist das nicht. Ja, das ist das heutige, sozusagen, dieses Google.
diese angeblichen Satellitenaufnahmen, die sie uns hier präsentieren. Ja? Das ist nichts weiter als das, was sie im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Teilweise, das kann ich euch mal zeigen hier zum Beispiel, wenn wir nach Magdeburg rübergehen, dann verändert sich hier auch nämlich dieser Zeitstrahl. So, und dann kann ich mich hier von Magdeburg aus, das schweifen wir gerade wieder ab, aber ja, ich muss euch das alles zeigen, weil das ihr dann versteht, was das hier überhaupt alles für eine Matrix ist, die uns umgibt. So, und jetzt müssten wir hier, seht ihr das? Guckt mal, jetzt haben wir auf einmal hier Bilder von, warte, ich fokussieren. Naja, man sieht es jetzt nicht. Von 1943, da sieht, ach, jetzt sieht man es, 43. Also Luftaufnahmen von 43. So, und was ist das denn? Auch ein Satellit gewesen oder was? Das sind genau die Aufnahmen, die sie uns heute auch präsentieren. Die werden nur mit Kamera, aber es wird abgeflogen. Da fliegt kein Satellit drüber. Das ist alles Quatsch. So, jetzt nehmen wir wieder 2006, gehen wir wieder zurück. Und gehen wieder zurück zum Heiligtum. So. Also, ja, 2006. Nehmen wir das. So, ja, ist immer wieder da. So, das zeigt sich also nur immer an bestimmten Tagen im Jahr. Wahrscheinlich auch so wie die Vegetation und wie das Klima gerade ist. Und jetzt passt mal genau auf. Hier ist der Hang. Hier oben sind wir zusammen lang gelaufen in dem Video. Hier ist eine flache Ebene. Hier ist der höchste Punkt vom sogenannten Jerichoer Land. Und ab hier ist Steilhang. Das heißt, hier wurde schon zum großen Teil wurde hier der Berg abgetragen durch die Elbe. Das sehen wir hier 2003. Gehen wir noch mal drauf kurz. Hochwasser. Wo haben wir es? Irgendwo muss hier ein Hochwasser sein. Na, gibt es da gar nicht. Hier. 2013, nicht 3. Seht ihr das? Jetzt sind wir hier auch wieder an dieser Ausbuchtung. Hier ist ja diese Stellung drin. Und wie weit denn die Elbe rangeht. Und jetzt hat sie dann Stück für Stück über die Jahrhunderte denn wahrscheinlich weggefressen. Nicht Jahrtausende, Jahrhunderte. Das ist gar nicht so lange her. Und das heißt also, hier haben wir Steilhang. So, wenn wir jetzt also von einer Anlage sprechen, die jetzt so wie in Pömmelter gebaut wurde, heißt also mit Baumstämmen wurden hier reingesteckt, ja, oder wie in Stonehenge wurden hier Feldsteine aufgestellt, etc. pp. Dann müsste ja hier ab dem Punkt nichts mehr zu sehen sein. Weil hier sind ja dann sozusagen die Fundamente, die Erdmassen, das ist ja alles weg. Es ist ja nichts mehr da. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, das ist nämlich das, was ich euch gesagt habe, wo wir unten lang gelaufen sind. Da hatte ich euch gesagt, wie die Bäume sich verändern, ringartig verändern. Dann seht ihr das genau hier. Hier ist wieder eine üppige Vegetation. Und genau wo diese Ringe sind, genau hier verkrüppeln die Bäume und dann zieht sich das durch. Und das ist das, was ich jetzt meine. Ihr habt also diesen Steilhang. Warte mal, kann man das hier nicht? Das kann man noch hier auch, glaube ich. Ich glaube, die Karte lässt das noch nicht zu. Warte mal. Naja, sieht man jetzt nicht so. Kann man jetzt mit dieser Karte so nicht darstellen. So. Naja, doch, ein bisschen sieht man es. Also hier ist ja sozusagen der Hang, hier geht es dann runter. Und hier können keine Fundamente sein, hier können auch keine Fähne mehr drin stehen, dass man da irgendwas sehen könnte, dass sich deshalb die Vegetation verändert. Das ist ja alles Quatsch. Aber man sieht, dass das hier energetisch aufgeladen ist und man sieht ganz genau, dass die Bäume sich in diesem Bereich verändern. Trotzdem hier der Hang weggespült ist, ist es nichts mehr da. Das heißt, es muss hier viel tiefer sein. Unter diesem Berg muss hier was drunter sein. Und das würde auch erklären, warum wir hier diese Weinbergquellen haben. Diese Weinbergsquellen, ja. Ja? So.
Und jetzt werden wir doch wahrscheinlich drüber nachdenken, ja, was ist denn das? Das kann ja dann sozusagen nicht das Heiligtum sein, was man uns versucht, im Pömmelte zu erzählen. Wo man dann sagt, ja, die haben so Pfähle reingesteckt und dann sind wir hier reingelaufen und so weiter. Diese Ringe sind ja alle durchgängig, seht ihr das? Das heißt, man sieht ja auch selbst schon, dass da gar kein Durchgang war. Soll ich euch sagen, was das ist? Das sind energetische Anlagen, das sind Frequenzanlagen, das, was Tesla nicht festgestellt hat oder erforscht hat, sondern er hat es einfach nur entdeckt. So wie ich jetzt auch diese Anlagen hier entdecke. Denn Tesla kommt aus dem ehemaligen bosnischen Raum und googelt mal bosnische Pyramiden. Die Pyramiden funktionieren letztendlich nichts anderes. Das sind Frequenzanlagen, das sind freie Energieanlagen und genau das ist das. Und deshalb passt das nämlich nicht, dass man hier reingepilgert ist und die Sonne gehuldigt hat und Opfer dargeboten hat. Das haben die gemacht. Die haben schon Gottes Werk verehrt und die Werke der Götter. Das hat man gemacht, das zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt noch ein paar Unterlagen dazu zurechtgelegt. Aber dass diese Anlagen als Kultobjekte genutzt wurden und da schamanische Prozessionen stattgefunden haben, da kann ich euch nur sagen, da müsstet ihr euch mal mit den Schriften von, ja, wie heißt er? Erich von Däniken beschäftigen, und zwar bezüglich des Cargo-Kults. Denn wenn man Dinge nicht versteht, die Götter mal hier geschaffen haben für uns oder wie sie überhaupt die Erde geschaffen haben, weil dazu braucht man übrigens eine gewaltige Energie, um diesen Dom, um das Firmament über diese Erde zu spannen. So, dann braucht man gewaltige Anlagen, die auch heute noch energetisch funktionieren, wo heute noch Vegetation drauf reagiert. Und wenn man dann auf sowas trifft, nach einer großen Katastrophe, das ist ja das, was ich euch ja gesagt habe, mit dieser großen Flut, die wir hatten. Denn das würde auch bedeuten, warum das hier weggespült wurde. Und ich dann, ich sage mal, die Intelligenz ist zum größten Teil ausgestorben und die Kinder sind die Nachfahren und sie wissen eigentlich auch nicht, was das war oder was das bedeuten soll. Oder man hat dann das Gebiet wieder neu erschlossen, man ist auf sowas gestoßen. Ja, was haben sie denn gesagt? Das waren die Götter. Und wir müssen jetzt diesen Göttern huldigen, damit sie uns wieder abholen oder damit sie uns wieder befreien. Und genau so sind die Kulte bei den Mayas entstanden, etc. pp. Denn die Mayas behaupten ja bis heute, dass die weißen Sachsenmänner diese Anlagen gebaut haben. Das werde ich euch in dem nächsten Video, da bringe ich euch sogar noch ein paar Übersetzungen von Erhard Landmann, dass die Sachsenmänner das gebaut haben. Und wir finden ja nicht gerade zufällig Runensteine in ganz Südamerika. Und diese Anlage, wie gesagt, ist eine energetische Anlage. Und so wie ich es euch schon in meinen Facebook-Beiträgen die letzten geschrieben habe über das Thema Frequenzen, es gibt positive Frequenzen, negative Frequenzen. Und genau das ist das, was ich euch in meinem Video hier sagen will. Alles ist Energie. Selbst die Zelle braucht Energie, um zu wachsen. Alles ist Frequenz. So, und das, was sie jetzt mit 5G machen, das, was sie jetzt mit den Glasfaserkabeln machen, das ist auch Frequenz. Also das hier, Virenschutz abgelaufen, habe ich nicht, brauche ich auch nicht. So, und das ist für mich. Deshalb habe ich mich als Kind damals schon gern hier in dieser Region aufgehalten, eine positive Frequenz. Und dann gibt es aber Menschen, den hat man, ja, das ist ein hartes Thema, aber über bestimmte medikamentösen oder über bestimmte Sachen, die man nach der Geburt macht, ich will das jetzt hier nicht weiter ausbauen, aber das, was sie jetzt gerade so bewerben, ja, also mit einer langen Nadel, hat man den Menschen die Zirbeldrüsen lahmgelegt. Da werden wir auch noch einige Videos sehen von mir darüber. Denn wenn ich es schaffe, die Zirbeldrüse, das ist nämlich dieses Verbindungselement zu zum etwas höheren, also zu den höheren Frequenzen. Das ist ja dieses Auge des Horus. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Also hier diese Anlage haben wir jetzt sozusagen entschlüsselt. Ich habe mir ja schon mal ein bisschen was zurechtgelegt für euch. Und wir haben ja hier die Zirbeldrüse. Das ist dieses Organ.
das in der Medizin sehr oft runtergespielt wird. Und darüber wird ja euer kompletter hormoneller Haushalt reguliert. Das heißt, der entscheidet, ob ihr Mann oder Frau sein sollt oder ob ihr euch gut oder schlecht fühlt, ob ihr müde sein sollt oder nicht. Das heißt, das ist letztendlich die Leitung von außen. Und zufälligerweise und nicht zufälligerweise finden wir dieses Organ in Form eines Auges, das Auge Gottes, hier in den ägyptischen Glyphen. Ja, und das ist genau das, was sie jetzt versuchen wieder anzugreifen. Und das ist das, warum sie sagen, die Kinder müssen unbedingt nach der Geburt medikamentös behandelt werden. Das ist der Punkt. Und da könnt ihr jetzt drüber grübeln, das könnt ihr jetzt abtun, könnt jetzt sagen, nö, ist nicht so oder wie auch immer, dann beweise ich euch hier das nächste. Und zwar, wir machen es mal anders. Wir gehen mal zum Magdeburger Dom. So, ihr habt ja nun die Anlage gerade gesehen. Und hier aus der Luftperspektive sehen wir was ganz Interessantes. Seht ihr das? Das wurde erst später, zum späteren Zeitpunkt, also das ist nicht original, diese Pflasterung hier vor dem Magdeburger Dom. Zum späteren Zeitpunkt wurde das von jemand, der darüber Kenntnis hat, wurde das hier so eingebracht. Und das ist genau, wartet, das. Übrigens ist das auch euer ein Fingerabdruck. Und das will ich euch damit sagen. Frequenzen, wenn ihr euch anfasst, wenn ihr euch anlächelt, wenn ihr euch berührt, dann löst das was in euch aus. Positiv oder negativ. Wenn ihr einen Menschen habt, der euch was Böses tut, dann spürt ihr das. Dann sagt man, das ist ja dieses sogenannte Bauchgefühl. Wenn ihr eine Maske trägt den ganzen Tag, dann könnt ihr nach außen nichts mehr aussenden an Frequenzen. Es wird unterbrochen. Deshalb haben früher im Mittelalter Sklaven Masken getragen. Und wenn wir jetzt sehen, dass das hier ähnlich wie ein Fingerabdruck ist, dann sind das hier alles kleine Sensoren. Und das weiß jedes Kind, dass da oder jeder Mensch, der muss nicht Medizin studiert haben oder Physiker sein, dass das hier alles Nervenbahnen sind, die dann elektrisieren und dann, wie gesagt, bei euch Gefühle auslösen. Und diese Gefühle, die hängen genau damit zusammen, mit eurer Zirbeldrüse, weil die sind für eure Hormone dann auch da. Lest nach, was die Zirbeldrüse macht. Da steht nicht, es gibt da nicht viel von, aber ihr werdet merken, dass dieses Organ genau dieses Symbol hier ist. Und es ist nicht ohne Grund das Auge Gottes, es ist die Verbindung zu Gott. Und die wollen sie trennen. Die wollen sie von euch zu euch trennen. Also die wollen, das wollen sie abschneiden. Und genau das ist das Problem, warum sie, oder nicht das Problem, das ist das, warum sie euch medikamentös jetzt behandeln wollen. Das ist eine Gentherapie, die jetzt hier gerade läuft. So. Und diese Spirale, die wir hier haben, das hier, wurde auch schon von vielen Elektronikern nachgebaut. Wir finden es auf Mainboards, auf Computern etc. pp. So. Und nichts anderes ist hier unsere Anlage. Nichts anderes. Ihr könnt es jetzt so drehen und dann habt ihr genau diesen Zugang. Und das gleiche Phänomen habt ihr weltweit und zwar in der Form von anderen Anlagen. Und deshalb behaupte ich, dass die Anlage, wenn wir das hier finden, im Ringheiligtum oder das Ringheiligtum pömmelte nichts.
gar nichts. Das ist eine Wehranlage aus dem Mittelalter und das ist eine energetisch aufgeladene Anlage, die genau diesen gleichen Pfad im gleichen Winkel, ich habe es nachgemessen, also wir haben ja die, wir haben ja Norden, das sind nördlich ausgerichtet, haben wir genau das, was wir jetzt hier, ich weiß auch nicht, wie viel Grad das nochmal waren, da war irgendwas mit der Zahl 6 auch entscheidend, das habe ich auch rausgefunden. Und der sechste Tag ist ja der, wo die Erde ihre Veränderung bekommen hat. So, und diese Anlagen finden wir weltweit. Und die größte, die ich jetzt hier kenne, in Europa bzw. hier in Mitteldeutschland, ist diese Anlage. Und das ist das wahre Heiligtum von Mitteldeutschland. Unser Ringheiligtum. Na? Genau. Ich sehe jetzt gerade, 2009 ist das auch noch zu sehen. 2010 ist es nicht mehr zu sehen. Also ich habe mir die Bilder auch gar nicht so richtig immer alle angeguckt. 2006 ist es zu sehen. Also hier seht ihr das mal. 2006, da sieht man es. 2010 ist es nicht mehr zu sehen. 2006. Ja, 2006, naja, bleiben wir dabei. Ist ja egal, das könnt ihr euch selbst ausprobieren. Es geht ja letztendlich nur um diese Anlage, dass ihr seht, dass es nicht so ist, wie man euch erzählt. Auch die Runen eine andere Bedeutung haben. Und das werde ich euch auch zeigen. Weil ich stelle ja manchmal diese spitze Frage, wenn jemand mir mit den Runen kommt, dass er mir dann bitte einen originalen Runenstein zeigen soll, den halt übersetzen kann, wenn er keinen originalen hat, keine originalen Aufnahmen. Es gibt weltweit überall originale Steine, derartige Steine, die kann man sich nehmen. Ja, und dann kann man noch das Runenalphabet, was man ja hier heute irgendwo in allen religiösen Strömungen benutzt, dann könnte man doch ohne weiteres das übersetzen, was unsere Altvorderen dort hinterlassen haben. Aber ihr könnt es nicht übersetzen, weil die Runen eine ganz andere Funktion haben. Das ist eine Art Stenoschrift. Wie soll man das erklären? Ja, also eine Art Stenoschrift, wo man mit kurzen Zeichen längere Texte schaffen konnte. Aber das werde ich euch in kommenden Videos noch zeigen. Wir sind ja jetzt erstmal hier bei diesem Ringheiligtum. Und von diesem Heiligtum aus haben wir eine direkte Verbindung zum Stonehenge, weil es ist jetzt nicht nur, dass ich einfach diese zwei Punkte, Stonehenge und das verbinde, sondern ich verbinde da noch mehr. Ich kann euch zum Beispiel auch mal zeigen, wir machen jetzt einfach mal den Spaß, wie weit das überhaupt entfernt ist. Was ist denn hier los? So, von Lostau zu Stonehenge. Jetzt könnte man ja sagen, so, naja, so ein paar Punkte verbinden ist ja kein Problem. Aber die liegen auf einer Linie von weiteren Anlagen und damit kann man das belegen, dass diese Anlagen miteinander verbunden sind. So, wir sind mal hier. Und wir sehen hier, das sind so circa 1000 Kilometer. Und wenn ihr diese Linie verfolgen würdet, diese Linie wieder zurück nach Lostau, dann werdet ihr sehen, dass ihr Kirchen durchkreuzt, Bergwerke durchkreuzt. Bergwerke sind meistens immer Anzeichen, dass man da irgendwas entfernt hat. Oder wirklich alte Zinkenplätze, die man dann dort durchkreuzt über diese Linien. Ja. So, was wollte ich euch noch zeigen? Ich wollte euch eigentlich gar nicht so viel zeigen, aber nur mit den Zusammenhang erkennt. Also diese Ringanlage ist letztendlich nichts weiter als so eine technische Anlage hier. Und die Zirbeldrüse ist mit solchen Anlagen verbunden. Und bei jemand, wo sie dann geöffnet ist, der eben keine fremde Seelen verspeist, also oder nicht, er verspeist ja nicht die Seele, aber er verspeist diese Körper, die Gott dieser Seele gegeben hat, damit sie hier wieder inkarnieren,
diese Seele, dieser Körper wird getötet, dieser heilige Körper wird getötet, damit ihr ihn verzehren könnt, und die Seele kann ihren Auftrag nicht erfüllen. Und es ist nicht ihr Auftrag, dass ihr die bei Tönnies und Co. und irgendwo anders in irgendwelchen Fabriken tötet. Niemals. Und da seht ihr, dass das nicht richtig ist, wenn man das energetisch betrachtet. Ne? So. Und ich hatte euch ja gesagt, wir kennen ja das, also ich hatte euch ja gesagt, dass hier in der Mitte das sogenannte Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg eine Stellung hatte. Und da fragt man sich, woher wissen die das, dass es genau hier ist? Und warum macht man das hier? Sicherlich könnte man sagen, es ist ja der höchste Punkt. Aber der höchste Punkt ist ja jetzt, sage ich mal, von hier bis hier. Man hätte es auch hier hinstellen können, weil es strategisch wahrscheinlich besser wäre. Aber man hat es genau in der Mitte gemacht. Und das ist kein Zufall. Und da will ich euch jetzt noch sagen, dass wir diese Organisation TOT hatten. Und da wir ja bei dem Auge des Horus waren, dann schauen wir doch mal, was Todd, also hier haben wir nochmal umgekehrt, es gab ja diesen Fritz Todd, und dieser Fritz Todd hat diese Organisation, ich gehe mal hier zurück, diese Arbeitsorganisation, abgekürzt OT, organisiert. Nun seht ihr die Verbindung. Und zwar, schaut euch mal dieses Symbol an. OT. Und Erhard Landmann hat ja übersetzt, dass es eine Galaxie Ott gibt. Und Ott wurde früher entweder mit OT oder mit OD geschrieben. OD, Odin, Odin, Gott, Odin, der Gott aus dem Ott, O-T. Und jetzt werdet ihr sagen, das ist ja verrückt, das ist ja hier alles wieder Verschwörungstheorie, beweist mir das Gegenteil. Ich kann euch nur sagen, ich schneide das Thema jetzt nur kurz an. Ich habe euch ja in dem Video gesagt, dass wir dann noch tiefer einsteigen in diese Materie. Aber Todd, wer ist denn Todd? Todd ist im Ägyptischen, wenn wir jetzt hier dieses Auge des Horus nehmen, ja, wir sind also jetzt hier im ägyptischen Kreisen. Übrigens war ja, na, wie heißt er? Ah, ist egal, fällt mir jetzt nicht ein, hat gerade zu viel im Kopf. Auch in Ägypten, in Alexandria. So, und jetzt schauen wir mal, Todd, wer da Todd ist, ja? Hier irgendwo hatte ich es gehabt. Genau. Todd war der Nachfolger von Horus und regierte 3000 Jahre lang. Das ist natürlich alles Interpretationen. Das ist natürlich immer alles verschachtelt für euch, damit ihr dann nicht dahinter steigt, was Todd wirklich bedeutet. Danach stieg er als Mond zum Himmel auf. Also Todd ist in direkter Verbindung mit dem Mond, also mit dem Weiblichen. Denn der Mond wird vom Ursprung her, von der Polarität, weiblich, nicht männlich, wie man es jetzt hier wieder schreibt. Das ist ja diese Verdrehung, damit man nicht dahinter kommt. Denn der Mond ist sozusagen der Minuspol und die Sonne ist der Pluspol, die sich beide um den Nordpol drehen, wie eine große Maschine. Und weil die beide sich dort drum drehen, wie ein großer Elektromotor, habt ihr genau das, warum hier alles so Art eines, wie in einem Wirbel wächst. Ja, das ist ja die Fibonacci-Folge, da könnt ihr euch ja mal mit beschäftigen. Und komischerweise sieht man jetzt auch gerade hier wieder Luna, ja, Mona Lisa, Mona, Mond, Lisa, die Flamme, ja, Mona Lisa haben wir auch hier. Also die direkte Verbindung für das Weibliche ist der Mond, weil ihr könnt ja auch die weibliche Menstruation nach den Mondzyklen regeln. Dann bräuchte man zum Beispiel nicht hormonverändernde Stoffe in sich einwerfen, um mit seinem Partner Sex zu haben, das mal so zu sagen, sondern wenn man das alte Wissen hat, dann kann man sich auch da wieder von der Pharmaindustrie trennen. So,
Und übrigens hier diese vom Fibonacci-Folge hier, das ist übrigens auch letztendlich der Zinseszins, ja, den die heute in den Börsen anwenden, um die Menschen auszubeuten. Ja, man sieht es ja jetzt hier, diese Charts, wie das hier dann nach oben geht, das kennt man ja, ne? Aber das ist auch ein Thema, was ich dann später nochmal vielleicht nochmal anschneiden werde. So, also Organisation Todt. Wir haben hier den ägyptischen Gott, den Mondgott für die Weiblichkeit, ja. So, und diese Organisation war zuständig für sämtliche Baumaßnahmen im Zweiten Weltkrieg, insbesondere auch für unterirdische Anlagen, insbesondere auch für Anlagen wie Projekt Riese etc. pp. Und diesen Namen hatte er nicht ohne Grund und diese Abkürzung Todt, ja, oder Ott ist auch nicht unbegründet. Dann, ihr habt nämlich hier das O und das T und genau das ist der Ott. Da, wo die Götter herkommen, aus dem Sternzeichen Stier, ihr kennt ja diese Vrigel-Gesellschaft, wo man über den Aldebaran spricht. Der Aldebaran, den finden wir in den Plejaden. Die Plejaden finden wir auch auf der Himmelsscheibe von Nebra. Und diese Galaxie, der Stier, denkt bitte dran, einige kennen das wahrscheinlich, die Göttin Europa. Der Urvater, also die Göttin Europa, kam immer mit einem Stier aus dem Himmel geritten. Ja, und daran könnt ihr erkennen, diese Verbindungen, aber das sind eben Themen, denen wir uns dann ja später widmen. Letztlich ist es so, das Auge des Horus, alles ist Frequenz, alles ist miteinander verbunden. Ach so, genau. Und hier gibt es nochmal eine schöne Geschichte dazu. Ihr könnt das lesen. Das Horusauge ist das von Todt geheilte. Hier haben wir Todt übrigens, ja. Das Horusauge. Also wir haben die Verbindung Horus, Frequenzen, Zirbeldrüse, ja. Und Organisation Todt, Verbindung mit dem Ott, Ott in Odin, ja. Also Ott in, nimmt das in nach vorne. Ott aus der Galaxie, der Gott, der große Gott Odin oder der große Gott Eli aus der Galaxie. Und hier haben wir Todt. Also das Horusauge ist das von Todt geheilte, wiederhergestellte linke Auge. Und das linke Auge von dem Todt ist immer das Mondauge. Das heißt, das Auge des Lichtes, das Lichtgottes Horus, immer dem Lichte zugewandt. Licht ist Energie. Strom ist Energie, das ist das Licht, nicht die Dunkelheit. Und jetzt schauen wir uns mal den Odin an, wie er sonst überall dargestellt wird, über die Walburgishalle. Da werden wir übrigens dann auch noch in meiner Videoreihe noch ein Thema, also ein langes Video haben. Und hier haben wir dann sozusagen den Gott Odin, wo wir dann auch den Ott mit drin enthalten haben, weil das T konnte man im Althochdeutschen auch für das D verwenden. Und welches Auge ist hier verdeckt? Seht ihr? Und genau das ist das, das Mondauge. Also alles Hinweise in der Antike. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist jetzt vielleicht auch für viele wieder zu viel und zu durcheinander. Deshalb bleibt dran, abonniert diesen Kanal. Ich werde das Stück für Stück aufarbeiten mit euch zusammen. Ich will euch aber nur diese Verbindung zeigen über diese Frequenzen. Wenn man hier guckt, Wasser bei, wie sich Wasser verhält bei einer Frequenz von so und so viel Hertz. Ja, und das finden wir auf der ganzen Welt. Das können wir in Zellen beobachten. Das können wir hier beobachten in eurem Fingerabdruck. Das sind auch Frequenzen. Alles hängt damit zusammen und genau deshalb zeigt sich diese Anlage auch nur an bestimmten Tagen, weil der Sonnenlauf und der Mondlauf plus und minus in einem ewigen Tanz um diese Erde sich kreist. Das ist dann sozusagen das Sonnenrad, was auch das letztendlich symbolisiert. Und daran erkennt ihr, das ist ein riesiger Elektromotor und Nikola Tesla hat letztendlich die Entdeckung gemacht und hat daraus dann eben seine Thesen und seine Erkenntnisse dann niedergeschrieben, weil die, das können wir nochmal machen kurz, kleiner Moment, weil er aus der Region Bosnien nämlich kam
Ja, machen das mal. Was? Nicht Pyramiden. Hier haben wir von Visoko. Könnt ihr euch anschauen. Wird von vielen, jetzt von vielen Wissenschaftlern klein geredet. Warum macht man das? Das macht man aus dem Grund, damit ihr nicht wisst, dass es solche Anlagen auch in Europa gibt, ja, und auch gab. So, und zufälligerweise, nach dem Bosnischen Krieg, gab es dann diesen amerikanischen Wissenschaftler, oder es ist eigentlich ein Bosnier, der ist aber in Amerika ausgewandert und der hat jetzt die Hand da drauf und fummelt da rum und erzählt dann irgendwelches Wirrwarr und versucht natürlich, das dann irgendwie klein zu halten, diese Anlagen. Ja, so, und die ist seit 2009 bekannt. Hier sieht man das nochmal schön. Das sind drei Stück. Ja, die Dreifaltigkeit könnte man jetzt auch wieder reininterpretieren. Die Zahl 3 ist auch eine heilige Zahl und eine wichtige Zahl. Und das kommt dann aber in späteren Videos. Aber nur, dass ihr einfach mal diese Verbindung habt mit diesen Frequenzen und dass ihr erkennt, dass das hier kein Quatsch ist, ja, sondern dass das auch tatsächlich so bei mir war, dass ich diese Anlage einfach aus dem Bauch heraus gefunden habe, würde man jetzt sagen. Ach, das habe ich hier eingeben. Und sie jetzt einfach wieder zum Vorschein kam. Diese Anlage. Das nehmen wir mal hier weg. Und ihr könnt euch selbst über Google informieren. Es ist nicht alles schlecht auf Google und das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Da bin ich auch noch nicht, bin ich mir auch noch nicht richtig sicher. Wo ist denn das Ding hier? Hier. Ob das ein sogenanntes Gräberfeld ist oder ob das einfach nur Bombenabwürfe sind. Aber es sieht schon sehr markant aus. Da müsste ich mal die Sternzeichen drüber legen. Da seht ihr das, was das ist, ja, weil die sind schon sehr, sehr präzise, also sehr, sehr genau. Und das wäre für so einen Bombentreffer, die sind ja dann meistens so ausgefressen, so ein bisschen so nicht ganz perfekt rund. Es können aber auch Bombentreffer sein, weil hier ist übrigens eine alte Militäranlage, die auch bis in die tiefste Wendezeit bewacht wurde, streng bewacht wurde. Und die ist auch unterirdisch. Also hier sind vorher riesige unterirdischen Anlagen. Man munkelt in den umliegenden Orten, dass die geflutet wurden mit Elbwasser, dass da wohl Gänge bis sonst wohin gehen. Ich finde es jetzt nicht ungewöhnlich, weil Gerwisch, man sagt ja immer, diese unterirdischen Gänge und diese Erdstelle sind die Gänge des Teufels. Ja, das sagt ja die Kirche. Und Gerwisch, wenn man aus Gerwisch macht man Derwisch, dann hat man den Teufel. Ja. So, und das ist also zumindest eine sehr seltsame Anlage und die wurde bis nach der Wende bewacht. Man hat jetzt alles zugeschüttet, alles versiegelt und angeblich sind die da wochenlang auch, haben die Russen dort bei dem Abzug nach der Wende dort eine Menge Material rausgefahren. Ja, da soll eigentlich, angeblich soll da auch noch Giftgas aus dem Ersten Weltkrieg unten in den unterirdischen Gängen drinnen liegen. Der Aushub, das ist dann die sogenannte Gerwische Wüste, die hier hinten entstanden ist. Und das sind so Berge. Das sieht man jetzt hier nicht, das sind große Berge, hier waren auch eine Schießbahn drin, hier sieht man denn diese Schießbahn noch von der militärischen Anlage. Und die hatte wohl eine sehr wichtige Funktion, hier gingen auch später auch noch Loren rein, und zwar in diesen ehemaligen Bahnbaracken. Ja, diesen konnten also direkt hier reinfahren und da haben sie dann wohl Munition verfrachtet, weil wir haben hier den Bahnhof und können dann sozusagen über den Bahnhof, dann konnten die dann angeblich militärisch dann eben ihre Sachen da versorgen. Aber wenn wir mit der Videoreihe fertig sind, dann wisst ihr auch, was Herr Bismarck so gemacht hat und was letztendlich der alte Fritz war und wie das alles zustande gekommen ist. Und das ist letztendlich ein großes Schauspiel ja, auf der Bühne der Menschheit war. Na, so wie sie es jetzt gerade auch wieder machen. Sie erfinden viele Völker, erfinden viele Gruppen. Dann finden sie in Mitteldeutschland eine Schamanin und dann finden sie in Mitteldeutschland dies und jenes. Und das ist dann von den Schnurkeramikerinnen und das ist dann von der Sippe und von dem Volk. Und genau das wollen sie, um diese Verwirrung wollen sie ja stiften. Und umso mehr Verwirrung, umso mehr Rechtschreibreformen die durchsetzen, umso besser können sie uns von unseren Wurzeln, von unseren alten Schriften trennen. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das, was ihr erkennen müsst, warum ich euch jetzt solche Videos zeige und was ursprünglich der Ansatz meines Buches war. Ja?
oder immer noch ist. Ich bin gespannt, wie lange der Kanal sich hier hält. Ich weiß es nicht, weil es sind ja wahrscheinlich auch ein paar Dinge dabei, die sind sehr prekär für einige Leute. Aber wir machen erstmal so lange weiter, wie es geht. Und hier seht ihr, dass das eine Anlage ist, die energetisch aufgeladen ist, die nichts mit irgendetwas zu tun hat, weil selbst der Steilhang hier ganz klar zu sehen ist, dass der energetisch noch reagiert drauf. Das hat nichts mit einem mittelalterlichen Bau zu tun, wo ich plump hier irgendwelche Fundamente reinsetze. Das wäre ja denn hier unterbrochen mit dem Abrutschen des Berges hier. Das heißt, hier in der Tiefe muss mehr drin sein, als wir wissen oder als wir denken. Und das wollte ich euch sagen. So. Und ja, zur nächsten Station geht es dann nicht in Stonehenge, sondern Stonehenge wird dann erst später kommen. Dann werden wir uns diese gesamte europäische Struktur anschauen. Wir gucken dann erstmal direkt in den Harz. Ja. Und ach so, ja, so ein Ding muss ich natürlich jetzt loswerden. Mich hat da noch mal einer so salopp, so mehr, eher so negativ, so lächerlich beschrieben als Harz-Wikinger. Also Wikinger, ja. Hat mich jetzt letztens auch erst wieder gefragt, bist du jetzt wieder ein Wikinger oder nee, ich bin nicht der oder ich bin der, weil wir sind hier nicht im Kindergarten, sondern Viking, das hat auch Mario Praas übersetzt, das habe ich auch übersetzt, das könnt ihr euch auch selber übersetzen, heißt wir Könige. Die Wikinger als solches so gab es nicht. Das möchte ich nochmal loswerden. Ich behaupte nicht, dass es die Nordmänner nicht gab, die gab es, sehr wohl. Es gab das weiße Europa. Und das weiße Europa war genau das hier. Sie waren hochentwickelt, sie kannten sich mit Energie aus, mit Frequenzen aus. Sie waren energetisch verbunden mit unserer Erde. Sie haben vegan gelebt, das kann ich euch auch beweisen. Ja, sie, für den war alles heilig. Ja, und erst nach einer späteren Neuordnung, nach einer großen weltweiten Katastrophe, da ist dann das entstanden und die Geschichte entstanden über uns. Eine Geschichte, nicht die Vergangenheit. So, und Viking heißt wir Könige. Es gibt eine Glyphe, die hat Erhard Landmann gefunden, sogar mit einem Wikingerhelm, die suche ich euch mal raus. Und da steht sogar richtig drunter, Vik, Sieg, ja, wir siegen. So, und die Wikingerhelme, die Hörner, die beiden Hörner, die oben drauf sind, das ist die Symbolik des Stieres. Aus dem Sternzeichen Stier, aus dem Aldebaran, da wo die Galaxie Ott ist, da wo die Plejaden sind. Das, da wo das Joule-Fest herkommt, da ist das Gestirn Joule. Das findet ihr da auch. Das findet ihr aber nur in alten Schriften, weil man das heute nicht mehr findet. Die Astrologen und wie sie alle heißen, die sollen das nicht finden. Daher kommt das Joule-Fest. Deshalb kommt immer eine gottähnliche Figur mit Rentieren aus dem Himmel, mit Geschenken für Kinder. Daher kommt das. Und die Kinder freuen sich, wenn der Gott oder die Götter vom Himmel kommen. Das könnte man genauso auch auf Sleipnir oder könnte man genauso auch auf Thor projizieren, diese Figur. Aber man hat sie verdreht, damit ihr eure Wurzeln nicht mehr findet. Und deshalb in den Nordländern feiert man dieses Joule-Fest. Aber das ist ein Gestirn, was ihr in einer Galaxie findet. Und da kommt das ursprünglich her. Und dieses Joule-Fest, dieses Sonnenrad, ja. Wir lassen es. Wir beenden heute das Video mit diesem, ja, mit diesen Informationen. Ich werde jetzt vielleicht zwei Teile hochladen. Ich werde jetzt den ersten Teil hochladen und den zweiten. Wird ein langer Sonntag für euch, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber ihr seht, das ist so viel, was ich euch noch da berichten kann. Das nächste Video könnte wahrscheinlich genauso lange werden. Und ja, das war immer so das Problem meines Buches, weil. Das ist so viel, man kann diese Zusammenhänge kann man nicht einfach so in ein Video reinpacken. Ja, aber ich hoffe, ihr habt so in etwa diese Richtung bekommen. Alles, was hier ist, ist wirklich aus meiner Sicht eine Matrix. Sie wird drüber gestülpt. Und schaut mal hier, wo ich jetzt gerade stehe. Ich stehe jetzt hier auch wieder in der Natur. Wir gehen mal raus. Aber wir können ja mal rausgehen. Den PC lassen wir jetzt zurück. Und dieser Berg hier, dieser Hügel hier, hat auch eine sehr wichtige Funktion. Wir haben hier im Hintergrund, dort hinten, wir haben hier ein Tal. Hier seht ihr ein Tal, das sieht man jetzt nicht. Ich werde es euch aber zeigen. Hier fließt ein Bachlauf durch. Das war früher ein größerer Fluss, denn der mündet dann dort hinten ist Magdeburg. Dort, wo ihr die Sonne seht, da ist Magdeburg. Da mündet er dann in der Elbe. Und hier hinten haben wir alles voll mit Hüdengräbern gehabt. Wir haben noch eins da. Ein Hünengrab ist noch vorhanden, das werde ich euch zeigen.
Und die wurden auch alle energetisch ausgerichtet. In dieser Richtung haben wir auch noch ehemalige Anlagen. Und bei dieser Anlage hier, die jetzt hier getarnt ist als Pumpenhäuschen, diese Anlage, die wurde zu DDR-Zeiten nachweislich vernichtet. So wie man viele Anlagen vernichtet hat, weil die natürlich nicht ins Ortsbild passen. Und die gleichen Herrschaften, die lassen sind heute solche Sachen zu. Ja, genau. Damit alles schön energetisch, wenn wir jetzt nämlich wissen, dass alles Frequenz ist, alles ist miteinander verbunden, dann setze ich genau auf diesem Berg, guckt mal, genau auf diesem Berg setze ich diese Dinger. Seht ihr das? Das ist doch schön, oder? Da kann man echt kotzen. So, und genau diese Herrschaften, die zu DDR-Zeiten, ihre Altvorderen das abgerissen haben, die regieren heute weiter und die lassen so einen Müll, so einen menschenverachtenden, naturverachtenden Müll zu. So, das entsteht aber auch nur durch Gier. So, und das ist hier dieses ehemalige, vielleicht war es eine Grabanlage, also es waren auf alle Fälle, es war eine Megalithstruktur, die hat man hier entfernt. Und man hat jetzt hier einfach, ja, hier so ein Panzerrad draufgesetzt. Und das Seltsame ist ja, das ist ja so ein bisschen getarnt hier so als Pumpenhäuschen oder weiß nicht, ob das ein Brunnen sein soll oder was weiß ich. Aber ihr seht hier diese ganzen Tiere, die krabbeln hier alle in diesen Berg rein. Und hier geht es richtig bergab. Und wenn ihr euch mal jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, was das hier für eine Höhe ist. Also bitteschön, was soll hier für eine Leitung sein, dass man sich den höchsten Punkt hier aussucht, was soll hier durchlaufen? Gar nichts. Ja, und ihr seht es auch hier. Ist wie so ein ovaler Kreis. Das findet man ja auch gerade in Norddeutschland sehr oft. Ja, und hier wird auch nichts bestellt auf dem Berg. Die ganzen Felder sind unten. Das heißt, irgendjemand weiß auch, was das hier ist. Und ja, aber hier über diese Strukturen werde ich noch weiterhin Videos machen. Das ist ja, alles verbunden mit dem Ort Lostau. Der liegt so ungefähr in diese Richtung. Luftlinie. Ja, mit diesem wunderschönen Panorama. Ihr müsst euch jetzt natürlich hier diese blöden Windmühlen wegdenken. Ach, guckt mal, Luna schaut uns auch schon an. Da. Und Luna läuft immer in dem inneren Kreis und der äußere Kreis ist hier die Sonne oder der Sonne. Der Samenspender, der Lebensspender. Und Luna ist das Weibliche, das Anziehende. Deshalb zieht sie auch das Wasser an. Denn wir wissen ja, durch den Mondlauf entsteht der Ebbe und Flut. Und deshalb, weil es der anziehende Pol ist, der Minuspol ist, zieht sie auch das Wasser an. Aber dazu später mehr, wie das funktioniert. Und genau das hat Tesla und Co. und alle anderen entdeckt. Und deshalb kann man aus dem Äther über bestimmte Frequenzen Energien ziehen, weil wenn man das erkannt hat, wie die Erde funktioniert, sie funktioniert letztendlich wie ein großer wie ein magnetischer Elektromotor, dann kann man aus dem Äther Energie ziehen. Aber das brauchen sie, damit wir arbeiten. Und wenn alle viel und fleißig arbeiten und möglichst von morgens bis abends ihrer Arbeit nachgehen, dann denkt man darüber nicht nach. Dann denkt man darüber nach, was man sich als nächstes kaufen könnte, um irgendwo seinen Frust zu befriedigen, um sich selbst zu befriedigen, damit man irgendetwas isst. Aber in der Schwingung zu bleiben, das ist den Menschen anscheinend heute nicht mehr bekannt. In der Frequenz zu bleiben, das ist höchst bedenklich. Und deshalb diese Videoreihe. Und weil ich jetzt etwas Großes erwarte und auch sehe, dass etwas, ich will jetzt nicht sagen, was Schlimmes auf uns zukommt, aber es kommt auf uns was zu, eine große Veränderung, denke ich, habe ich für mein Buch nicht mehr viel Zeit. So, wir beenden unser Sonntagsvideo. Jetzt, wo ich es gerade sehe, ist nicht Sonntag, aber ihr seid jetzt im Sonntag und ich freue mich, dass wir uns jetzt vielleicht über diesen Kanal finden
und bleibt dran und bis bald.